Er schwebt gerade auf der Welle des Erfolgs bei Hannover 96, Mirko Slomka. Schönen guten Abend. Hallo. Und dann haben wir noch ganz groß geballte Fachkompetenz hier bei uns, nicht nur in Sachen Erfolg, sondern das sind zwei, die haben unter dem Trainer Joachim Löw schon trainiert. Die sind mit ihm DFB-Pokalsieger geworden. Ich begrüße ganz herzlich Fredi Bobic und Giovanna Elber. Guten Abend. Guten Abend. Und beide ja auch jetzt ein bisschen in neuer Funktion, denn Fredi Bobic als Manager lernt das von der anderen Seite kennen, beim VfB Stuttgart. Und hier haben wir einen echten Teamspieler, unser neues Teammitglied auf dem Weg nach Brasilien, denn das wird hoffentlich eindeutig klappen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Giovanna wird uns ein bisschen zeigen vom brasilianischen Fußball, aber vor allen Dingen auch aus dem Land, oder? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das kann man viele sehen aus Brasilien, was wir bis jetzt schon vorbereitet haben für 2014. Klar, ich hoffe jetzt nur, dass die deutsche Nationalmannschaft auch dass die Qualifikation schafft. Spielen die brasilianisch manchmal, wenn wir jetzt mal so über die ersten Minuten nachdenken? Also die brasilianische Nationalmannschaft zurzeit ist nicht so stark wie die deutsche. Tatsächlich? Also tatsächlich. Also die brasilianische Nationalmannschaft ist nicht auf gleichem Niveau wie Deutschland oder Spanien. Aber das kommt schon in zwei Jahren, das wird schon besser. Die hatten aber das 4-0 gestern gehalten. Nur kurz. Ja, Gott sei Dank. Aber gegen Japan, also muss man schaffen. Ich glaube, ist nicht schwer. Also Deutschland hat heute für mich die erste Halbzeit oder eine Stunde lang wie Weltmeister gespielt. Ja. Und dann leider in letzte halbe Stunde. Die haben vergessen, das Spiel zu spielen. Aber es war zum Zungenschnalzen. Ich meine, gerade haben wir Joachim Löw gehört. Ich kann ihn gut verstehen, dass er sagt, ich habe jetzt noch keine Erklärung. Wir sitzen ja schon 5 Minuten länger hier. Hat der Trainer mir keine Erklärung? Schwer. Nach so einer dominanten und überzeugenden Kreativleistung in der ersten Halbzeit ist es eigentlich fast nicht zu verstehen. Ja? Mir hat so ein bisschen... Ja, so nach dem 4-0 gefehlt, dass man weiter dran bleibt. Klar, man will den Gang zurückschalten, aber dann so diese Ordnung zu halten. So ein Khedira beispielsweise, der immer so ein Kopf vor der Abwehr ist, gemeinsam mit dem Schweinsteiger. Das wäre schon super gewesen, wenn man so einen gehabt hätte. Ich glaube, da wäre gar nichts mehr angebrannt. Heute waren wir dann auch sehr offensiv und sehr freudig in unserem Spiel nach vorne. Hat ja auch riesen Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Aber nach 4-2 ist der Spaß dann halt irgendwann auch mal vorbei. Also ganz kurz vielleicht der Reihe nach. Den Spaß gucken wir uns mal an, Friedrich. Gerade mal so, wir haben das 2-0 exemplarisch rausgenommen. Das war schon eine Kettenreaktion in Sachen Kombinationsfußball. Und da sind wir schon ein bisschen später eingestiegen. Das ging ja vorher schon los. Ja, wir haben unheimlich viel Ballbesitz auch die ganze Zeit gehabt, glaube ich auch. Und Kombination gemacht ohne Ende. Und da sieht man auch Doppelpass in den Strafraum rein. Marco Reus natürlich super schnell. Und Miro mit der Nase dann nämlich dabei. Auch den zweiten macht er dann eiskalt noch dann so rein. Ja, scheitert er kurz, aber ist einfach, das ist klasse Fußball, klasse Kombinationsfußball, ja. Viel Tempo dabei, gerade gegen die schwedische Nationalmannschaft, die doch hinten sehr unbeweglich ist, sehr viele große, schlachsige Spieler da drin hat, haben sie es eigentlich 60 Minuten überragend gemacht. Ja, und die da manchmal mit 9 Mann hinten standen. Ich fand, man hat hervorragend gesehen, mit welcher Einstellung diese Mannschaft in das Spiel gegangen ist, welche Dynamik sie auf den Platz bringen wollte und was sie für eine Stimmung hatten. Weil diese Spielfreude, die kommt ja nicht einfach so, wenn man auf dem Platz ist, sondern die ist vor dem Spiel da gewesen in der Kabine. Heute geht es richtig rund auf dem Platz, das hat man gesehen. Bloß man braucht es halt auch gegen den Ball, nicht nur mit dem Ball. Und das hat uns am Ende dann gefehlt. Aber das ist der eine Aspekt. Wir haben ja wunderbar ausgebildete Fußballnationalspieler. Ich glaube, so ein starkes Mittelfeld beispielsweise, so eine starke Nationalmannschaft, also auch auf so vielen Positionen besetzt, da muss man wirklich schon lange suchen und in die 70er Jahre wahrscheinlich gehen. Das ist alles wunderbar. Da ist eine Ballsicherheit da und auf einmal ist sie weg. Wie verflogen. Braucht man dann in dem Augenblick den einen, der hier die Zügel nimmt, in die Hand nimmt? Ich weiß nicht, ob man nur den einen braucht. Ich glaube, wir brauchen 1, 2, 3 Spieler auf jeden Fall, die die Zügel in die Hand nehmen. Und dann, was der Mirko Slomka auch richtig gesagt hat, dass wir vor allem auch so einen Khedira gebraucht hätten, glaube ich. Der wirklich auch so ein Infighter ist, der auch gerne Körperkontakt sucht. Wir versuchen natürlich unheimlich viel spielerisch zu lösen. Und in der Situation, vor allem nach dem 4-2, als der zweite Treffer fiel für die Schweden, da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass man versucht, ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Spiel mal unterbricht. Bälle hält vorne, entweder dann auch taktische Fouls macht. Aber man hat gemerkt, umso länger es gedauert hat, man hat sich auch ein bisschen versteckt. Ja, und Manuel Neuer hat ja am Anfang in den ersten 60 Minuten ja die Bälle ja locker rausspielen können, weil sie immer jemand gezeigt hat. Und das hat man zum Schluss gar nicht mehr gesehen. Man muss eigentlich jeden Ball eigentlich vorschlagen und so haben wir das Spielfeld sehr weit gemacht und das war natürlich ein großes Problem. Ja, waren schon viele Aspekte drin, auf die wir, glaube ich, nochmal zu sprechen kommen sollten, auch so Tempowechsel, aber vielleicht schauen wir uns mal die Entwicklung an. Ich meine, es war auch ein bisschen Pech dabei, als dann dieses erste Gegentor fiel. Da gab es zuerst eine Situation hier, Müller rennt auf und davon, macht natürlich auch allein die Geschichte, aber es ist natürlich ein klares Foul. Normalerweise muss man da schon unterbinden. Trotzdem, das, was dann passiert, dann geht es Schlag auf Schlag. Und da sind
natürlich, das, was vorher passiert, ist interessant, aber letzten Endes stehen da die Abwehrspieler. Also Bad Stuber ist am Verzweifeln beispielsweise. Das war so ein Bild wie aus dem Spiel gegen Italien. So, was ich in Deutschland gelernt habe, man muss Zweikampf gewinnen, um ein Spiel zu gewinnen. Und letzte Hauptstunde hat die deutsche Nationalmannschaft keinen Zweikampf gewonnen. Und dann war es für Schweden viel einfacher, ins Tor zu gehen. Das finde ich interessant. Da kommt der Mann aus Brasilien und sagt uns nicht, was die deutschen Tugenden sind. Ja, ja. Aber es ist doch was dran, oder? Aber es war natürlich in der ersten Halbzeit auch anders. Wir brauchten diese Zweikampfhärte und Stärke gar nicht, wie in der zweiten Halbzeit notwendig gewesen wäre, weil wir permanent am Ball waren. Ja. Ne? Da war die Zweikampfhärte eigentlich von den Schweden gefordert und die hatten sie dann auch nicht. Deswegen haben wir 4 Tore geschossen. Aber das kehrte sich dann um, als die Schweden auch so ein bisschen mutiger geworden sind, sind mal vorne hingegangen, haben die Deutschen nicht mehr so einfach rausspielen lassen. Und dann braucht man, wie gesagt, auch Spieler, die dann in diesem Augenblick den Ball fordern. Wir haben diese Spieler, ja. Schweinsteiger ist ja ein erstklassiger Fußballer. Und es gab eine Situation, auch in dieser Phase, da hat der Bundestrainer dann auch mal gesagt, ich glaube zum Groß, geh jetzt mal auf die zweite Sechserposition. Wir brauchen jetzt ein bisschen Stabilität. Mach da mal so ein bisschen zu mit dem Schweinsteiger gemeinsam als Doppelsechs. Aber trotzdem gibt es ja immer diesen Antrieb dieser offensiv denkenden zentralen Spieler. Ich will eigentlich nach vorne spielen und ich will einfach meine Qualität nach vorne ausspielen. Hat dann nochmal einen Pfostenschuss gehabt, der ist immer weiter nach vorne marschiert. Und da hätte mal ein bisschen Ruhe gut getan. Vielleicht. Ja, das ist ja aber eigentlich auch schön. Ich meine, das lieben wir ja auch an dieser Mannschaft, herrlich. Auch gerade in der ersten Halbzeit. Die andere Frage, die Giovanni gerade aufgeworfen hat, haben wir diese Spieler, die dann gegen den Mann gehen und nicht nur gegen den Ball, sondern auch wirklich gegen den Mann gehen? Haben wir die? Das Einzige, was mir immer auffällt, auch bei den ganz, ganz großen Spielen dann normalerweise auch, die wir dann leider nicht gewinnen konnten, ob das jetzt gegen Italien war, auch manchmal dann auch gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft, ist, dass es, wenn es extrem körperlich wird, wenn es vor allem bei uns in unserer Defensive, wenn da Leute sind, und jetzt sieht man es auch beim 4-4 von Elm, können wir ja sagen, Ibrahimovic hat vorher faul gespielt, weil er mit dem Ellbogen ein bisschen hochgeht. Ja, war so. Ich weiß nicht. Also international, ganz ehrlich, geht es eben härter zu und geht es auch robuster zu. Da wird auch nicht alles gleich abgepfiffen. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Die Diskussion haben wir ja oft auch in der Liga, dass unheimlich schnell abgepfiffen wird bei solchen Aktionen. Da ist Körperkontakt da und da musst du als Abwehrspieler natürlich auch versuchen, deinem Stürmer weh zu tun. Bei uns habe ich das Gefühl immer, es passiert immer umgekehrt. Ja, wenn es robuster wird, und da musst du auch dagegen halten. Und das hat uns natürlich in dieser Phase gefehlt, dass wir auch wirklich den Infighter auch gesucht haben. Und die Schweden sind natürlich mit einer großen Brust natürlich und um Selbstvertrauen in die letzte Viertelstunde reingegangen. Da hat man auch noch Eckbälle, da hat man 1-2 Kopfballduelle verloren, wo es auch nochmal eng geworden ist. Also viele solche Situationen, die wir dann verloren haben, die wir vorher eigentlich spielerisch gelöst haben. Aber da musst du natürlich mehr in das Körperliche gehen. Aber es ist ja so schön, wenn man es spielerisch lösen kann. Deswegen nochmal so die Frage, was fehlt da noch so als letzten Impuls? Zum Beispiel der Bundestrainer Joachim Löw ist ja auch ein Freund davon, dass es eben nicht immer mal unten so zur Sache geht, sondern im Gegenteil, eigentlich man sich da einigermaßen raushält. Kann man aber auf dem höchsten Niveau nicht mehr, oder? Ich glaube auch nicht, dass es eine Vorgabe von ihm ist, dass man sich da raushält, sondern seine Vorgabe ist, glaube ich, dass man auch stehen bleibt, dass man nicht runtergeht auf die Erde, dass man so dran ist am Gegner, ja, dass so man ganz nah dran ist, aber dass man weiß, dass ich auf den Füßen bleiben muss, ja, und nicht dann runtergehe, um die letzte Option zu ziehen. Manchmal ist das auch notwendig, aber diese Zweikampfhärte, ich glaube, das wird in den nächsten Spielen jetzt auch gefordert sein, denn die nächsten Gegner, die werden jetzt natürlich diese Körperlichkeit, die jetzt gerade diskutiert wird, ob die der deutschen Mannschaft fehlen könnte möglicherweise, die werden sie jetzt einbringen, um vielleicht dann auch die Chance zu haben, da einen Punkt mitzunehmen. Und jetzt kommt die Reaktion der deutschen Nationalmannschaft. Ich bin sicher, dass es die geben wird. Denn so ein Spiel werden sie sich nicht ein zweites Mal gefallen lassen. Nee, das ist auch gut. Deswegen aus diesem Spiel kann man auch wirklich so viel lernen, dass es vielleicht dann tatsächlich, vielleicht ist das der Brustlöser für den nächsten Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Aber kurz noch angeklungen, sowas wie Tempowechsel. Ist das auch etwas, kann die deutsche Mannschaft das oder können die immer nur volle Pulle? Weil wenn sie volle Pulle spielen, ist das einfach großartig. Ja, ich glaube, das kann das schon. Auch so in der ersten Halbzeit hat man gesehen, wie die Fußballer sehr stark waren. Das war volle Pulle. Mit Ruhe. Weitergespielt, nach vorne, von einer Seite auf die andere gewechselt, von Boateng auf Philipp Lahm und wieder zurück. Und dann geht er auf den Außen und Flanken und dann passiert auch die Toren.
Ich glaube, das konnten die spielen, ohne Probleme. Und es ist eine Mannschaft, die uns, jetzt muss man mal wieder ein bisschen zurückdenken, die uns ja wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Wenn wir an die Zeit zurückdenken, bevor Joachim Löw zum Beispiel da gewesen ist, das war ja gerade der Sinn dieser ganzen Aktion. Deswegen ist es ja zu dem Wechsel gekommen. Und jetzt gab es zuletzt gerade wieder ganz harsche Kritik und die ging dann gleich ein bisschen weiter. Nicht nur nach 6 Jahren, dass da mal was schiefgegangen ist und dass es vielleicht hier und da den einen oder anderen Fehler gegeben hat, sondern da wurde dann gleich alles in Frage gestellt. Ist das richtig? Immer gleich schwarz und weiß? Bernd Schmelzer hat sich seine Gedanken dazu gemacht. Der Trainer, der Bundestrainer, zuletzt kritisch beäugt, vom Saulus zum Paulus. 6 Jahre schwebt Joachim Löw auf Wolke 7, ein Trainer gefeiert. Die ganze Welt zittert vor ihm. Er hat das gewisse Etwas. Ihm gelingt fast alles. Ein Fehler im Halbfinale und plötzlich zittert der Trainer. Es gibt Breitseiten, Liebesentzug, es rappelt richtig. Ja, ich glaube, das ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass es immer sehr, sehr schnell nach oben geht und genauso schnell geht es wieder nach unten. Und wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Und dennoch, der Trainer macht plötzlich alles falsch. Er bekommt täglich neue Ratschläge. Kritiker wie Uli Hoeneß meckern über Trainingsformen, Tischtennisplatten, die Überversorgung der Nationalspieler. Ich habe schon länger hier nicht mehr Tischtennis gespielt. Wenn, dann spiele ich beim FC Bayern Tischtennis, da haben wir auch eine Platte. Also mir gehen die Platten nicht aus. Der Druck müsse verstärkt werden auf die Spieler und nebenbei damit auf den Trainer. Die Erfolgsformel? Also von daher kann man doch jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, die es irgendwie so in Anführungszeichen gab, dass sie die Mannschaft jetzt besonders motiviert hätten. Prägen Schlagzeilen? Nein, das glaube ich definitiv nicht, dass ich mich verändert habe. Stachelt Lob an? Aber meine Motivation, die ist ungebrochen. Funktioniert das Spiel so wie heute über 60 Minuten, funktioniert der Trainer. Das System, funktioniert das ganze Team. Übrigens all das, was unmittelbar nach Spielschluss sofort wieder in Frage gestellt wird. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen deutsch, nicht? Dass wir alles dann erstmal ganz wieder in Frage stellen. Auf der anderen Seite, wir vergessen ja auch wenig, nicht? Also, was dann in den letzten 6 Jahren passiert ist, ich glaube, kann man eigentlich nur sagen, damit konnte keiner so rechnen, oder? Ja, es war schon eine sensationell starke Entwicklung, die wir erlebt haben. Ich erinnere mich noch sehr gerne an die WM 2010 zurück in Südafrika, was da passiert ist auf dem Platz, welche Dynamik sich entwickelt hat mit diesen jungen Spielern, die wir jetzt ja hoffentlich dann in Brasilien 2014 mit dem großen Pott sehen werden. Das ist schon erstaunlich. Ja. Und ich finde auch, dass man als Trainer natürlich Kritik aushalten muss. Das ist selbstverständlich. Wir sind in diesem Job und Freddy weiß es auch als Manager. Wir müssen das aushalten. Wir sind in dieser Berufswelt nun mal angekommen und wir haben uns das ja auch ausgesucht. Aber ich finde, die Kritik sollte schon angemessen sein und nicht nur populistisch und so kleine Scharmützel, die mag ich nicht so ganz gern. Angemessen und auch mit Sinnhaftigkeit, ja, dann können wir damit gut umgehen. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wo Menschen sind, passieren Fehler. Es war gegen Italien, ist einiges falsch gelaufen und das ist brutal bestraft worden. Das tut allen weh, auch besonders natürlich den Spielern und dem Trainer. Auf der anderen Seite sind da so Spieler, aus denen man auch Lehren ziehen kann. Was hätte die Lehre daraus sein müssen, beziehungsweise haben wir schon gelernt? Wir werden weiter lernen, weil die Mannschaft immer noch nicht an ihrem Zenit eigentlich ist und immer noch in der Entwicklung ist und immer noch junge Spieler nachstoßen, wie so ein Marco Reus, wo wir haben unheimliche super Quelle auch an talentierten Spielern, die dann noch nachrücken kann bis 2014. Also uns muss nicht Angst und Bange sein. Einzige, was man Bundestrainer vorwerfen kann, das ich mache ihm auch immer gerne persönlich, dass er noch keinen Titel gewonnen hat. Mhm. Ja, aber das ist ja immer noch verdammt hohem Niveau, weil gehen Sie ins Ausland, reden Sie über die deutsche Nationalmannschaft, die reden alle mit Ehrfurcht davor, sagen, was für ein super Fußball die spielen. Und wir sind immer bei den Top 4 dabei. Also auch das muss man mal anerkennen. Und ich glaube, das hat es im deutschen Fußball auch lange nicht gegeben, dass so eine Konstanz über so lange Zeit und mit dieser Art Fußball zu spielen, das ist schon top. Deswegen ist auch jegliche Kritik am Bundestrainer aus meiner Sicht verfehlt. Und diesen Respekt, den man sich erarbeitet hat, den man heute in der ersten Halbzeit Absolut. Gesehen hat bei den Schweden, das war eine ganze gehörige Portion Respekt. Aber wenn Freddy Bobic sagt, im Ausland spricht man so über die deutsche Mannschaft, wie spricht man in Brasilien? Also wir wären froh, wenn wir einen Jürgen Löw gehabt hätten bei uns brasilianischen Nationalmannschaft. Mhm.
weil der hat die Deutsche was gegeben und heute wird der deutsche Fußball in Brasilien sehr angeschaut. Also die deutsche Nationalmannschaft, wenn die spielen, also schaut jeder Brasilianer, weil spielt ein Traumfußball. Aber klar, ein Trainer wird nur bekannt, wenn der was gewinnt. Also das ist in jedem Land das gleiche. Wenn man keinen Titel holt und dann kriegt man leider auf die Fresse. Aber man muss durch, man muss so arbeiten, man muss arbeiten und die Mannschaft ist da. Also die Mannschaft ist noch jung. Ich glaube 2014. Also Deutschland in Brasilien zu schlagen, es wird nicht einfach sein. Ja, aber trotzdem, ich meine, das ist endlich mal einer, der das richtige Wort dafür nimmt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wieder sagen, ich finde es dann auch wieder ein bisschen verwegen, wenn eine Mannschaft toll spielt, gleich davon zu sprechen, dass sie einen Titel gewinnt. Einen Titel kann man nicht planen, oder? Den kann man nicht planen. Also ich glaube nicht, dass man eben so planen kann. Den kannst du vielleicht in einer Liga planen, wenn du natürlich dementsprechend ein Budget hast, Topstars hast und 34 Spieltage vor der Brust hast. Dann kannst du eher schon ein bisschen einplanen, wenn alles dann normal funktioniert. Ja, die Bayern planen jetzt schon seit 3 Jahren wieder. Also ja, die werden es auch dieses Jahr wahrscheinlich auch dann auch durchziehen. Nach den ganzen Anstrengungen, die sie unternommen haben, wieder im Sommer. Das werden sie dann auch schon wieder mal hinkriegen. Mhm. Aber gerade bei so einem Turnier. Ja, ich glaube, dass man da reingeht und sagt, wir planen jetzt, dass wir den Titel jetzt holen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Wenn man wirklich da unter die Top 4 jedes Mal kommt, ist es schon eine enorme Leistung. Wir haben halt ein Problem. Wir haben halt die Spanier, die eine goldene Generation haben und die halt jeden Titel sich gerade auch unter den Nagel reißen. Wie wichtig oder andersrum, weil Sie das gerade ansprachen, Mirko Slomka, dass der Trainer natürlich der Kritik ausgesetzt ist. Wie schädigend ist das, wenn dann von außen Nadelstiche kommen von allen Seiten? Also zum Beispiel Uli Hoeneß hat sich geäußert, hat sich jetzt aber wieder geäußert, können wir uns auch gleich nochmal anhören, aber hat natürlich damit auch weiterhin wieder was ausgelöst. Also ich denke, wichtig ist, dass man intern völlig klar ist mit dem, was man tut. Also das Trainergespann, das gesamte Umfeld der deutschen Nationalmannschaft muss einfach passen und muss zueinander stehen und zueinander halten. Dann kann man auch jede Kritik aushalten und man konzentriert sich auf die nächste Begegnung, auf die nächsten Aufgaben, um die richtige Sichtung der Spieler, um eine gute Ausbildung in den Vereinen, um den Kontakt zu den Vereinen. Es gibt ja so vielfältige Aufgaben der deutschen Nationalmannschaft und denen muss man gerecht werden. Und dann kann man mit der Kritik auch sehr gut umgehen, wenn man ein passendes Team um sich herum hat. Das ist der Aufruf zur mannschaftlichen Geschlossenheit, auch im Trainerstab. Und der ist ja manchmal definitiv, manchmal mittlerweile der Freddy so kann groß. Da gerade ein Lied von singen beim VfB Stuttgart. Da gab es ja riesen Kritik gerade am Trainer. Und wenn der Freddy jetzt nicht dahinter steht, dann ist es natürlich schon mal schwierig für den Chefcoach. Und so eine Trainermannschaft ist heute auch manchmal schon so groß wie die Mannschaft. Also da ist auch wichtig, dass alle zusammenhalten. Aber ich hatte gerade angesprochen, Uli Hoeneß, der hat sich jetzt natürlich nochmal geäußert und hat gemeint, also eigentlich war es genau das, was der Bundestrainer wahrscheinlich, oder nehmen wir mal an, auch so gedacht und gesagt hätte. Ich bin der Meinung, wenn Jogi Löw ganz ehrlich ist, müsste er mir eigentlich längst eine Flasche Champagner geschickt haben. Denn das, was ich gesagt habe, das ist ja für ihn Hilfe. Ich habe eigentlich nur das gesagt, was er eigentlich denken müsste. Und ich denke, dass er intern sicherlich sagt, recht hat er schon, nur hätte es nicht sagen dürfen. Ja, also was er hätte denken müssen, aber wir haben das bei Bayern zum Beispiel, da ist der Matthias Sammer jetzt der gewesen, der laut gedacht hat, braucht man auch in so Phasen, in denen es ganz nach oben gehen soll, jemanden, der vielleicht so ein bisschen so guter Junge, schlechter Junge spielt, also der so ein bisschen aufrüttelt? Ich glaube, es kann gut tun. Also wenn man gegenseitig natürlich so ein bisschen, der eine macht mal den Böse, der andere macht mal den Guten und so. Es kann ein gutes Zusammenspiel, das Entscheidende ist das Zusammenspiel. Und dann auch ganz klar intern auch diese Strategie zu haben, was will man eigentlich, was will man erreichen, wie will man da hinkommen und dann kann man nach außen hin natürlich schon mal auch ein bisschen Hollywood machen. Aber was jetzt kommt, da ist Hollywood ganz verkehrt, habe ich so das Gefühl, weil dieses Spiel, das hat eine Furche hinterlassen, die muss man erstmal aufarbeiten, aber es wird jetzt eine Lawine geben, nicht? Zunächst mal schon, denke ich auch, es wird sehr kritisch werden jetzt in den nächsten Tagen vielleicht. Aber auch jetzt gilt es natürlich für den Bundestrainer mit seinem Team, das Spiel zu analysieren, mit den Spielern auch in die Gespräche zu gehen und es beim nächsten Mal einfach aufgearbeitet besser zu machen. Das ist das Thema. Ja. Da muss man sich jetzt weniger damit beschäftigen, was kritisch ist oder auch nicht. Jetzt muss der Bundestrainer, und das wird er auch tun, sich natürlich auch stellen den Fragen. Und ich bin sicher, dass er auch viele Fragen eine sehr, sehr gute Antwort hat. Und vor allem eine gute Antwort im nächsten Spiel geben wird. Und das ist ja das Wichtige, dass man Lehren daraus zieht. Und deswegen, ich glaube, wir kommen immer wieder zu der Frage zurück, welche Lehre kann man aus dem Spiel heute mitnehmen? Ja, ich glaube, man darf jetzt nicht alles in Frage stellen. Also Deutschland hat super gespielt, hat gut gespielt. Leider, vielleicht hat Konzentration gefehlt zum Schluss. Und dann passiert sowas, dass man 4 Tore kassiert. Also das ist nicht jeden Tag, dass sowas passiert, aber heute hat es hier passiert. Ja. Man aber kann was lernen. Haben Sie ja schon miterlebt, sowas so
ähnlich? Na, Gott sei Dank nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, die wichtigste Lehre aus meiner Sicht ist, wir müssen eine Balance finden zwischen dieser geballten Offensivkreativität, die wir haben, dieser Schnelligkeit, diesem Tempo, aber auch einer kontrollierten Defensivarbeit. Mhm. Und da war heute, hat ein bisschen die Mischung gefehlt, vielleicht zwischen den beiden Elementen in diesem Spiel. Ja? Wir waren nach vorne hin unglaublich stark, ja, auch in der Phase, wo es dann 4-2 stand, gab es noch einen Pfostenschuss und immer noch gute Chancen und gute aber nicht mehr so ballsicher. Nicht mehr, das war nicht mehr so ballsicher. Wir haben auch die entscheidenden Zweikämpfe, so, wo man im Pressschlag mal einen Ball gewinnt in der ersten Halbzeit, hat man den verloren in der zweiten Halbzeit. Deswegen sage ich, also in der Defensive brauchen wir ein bisschen mehr, ja, Balance eigentlich über das Zentrum. Und das hat uns gefehlt, weil wir einfach diese Offensivkraft nutzen wollten, was ja gut ist, was uns ja allen riesen Spaß macht. Wir haben viele Tore erzielt und was für Tore, die waren ja unfassbar schön. Ja, unfassbar stimmt. Schön, die wird man wahrscheinlich noch ein paar Jahre sehen in Zusammenfassung. Aber die Balance zur Defensive fehlt dann und dann fühlt man sich natürlich auch als Holger Badstuber oder Per Mertesacker dann irgendwann auch allein gelassen. Und deswegen verlieren die diese Zweikämpfer dann auch, diese entscheidenden, die zu den Gegentreffern geführt haben. Aber trotzdem, die Frage taucht auch immer wieder schon latent auf. Eine Mannschaft, die so offensiv nach vorne spielt, wie unsere beispielsweise. Ist die Abwehr auch dementsprechend adäquat stark, wie das, was wir nach vorne offensiv liefern? Ja, wichtig ist, dass man nicht nur versuchen, alles spielerisch zu lösen, sondern auch von der Defensive. Und da muss man halt natürlich diesen Rhythmus, der gerade richtig beschrieben worden ist, auch finden. Ja? Und Paradebeispiel sind immer die Spanier da eigentlich dafür, wie die es machen eigentlich. Und auch hohe Ballsicherheit, viel Ballstaffetten, Passgenauigkeit, alles ist dabei im Offensivspiel. Aber defensiv können sie richtig hinlangen. Ja? Da haben sie ihre Ramos, Puyols und das sind natürlich Piquets, das sind natürlich Spieler dabei, die richtig dazwischen hauen können und auch diese Drecksarbeit. Haben wir die machen. Auch? Nicht ganz in der Form noch. Da wünsche ich mir schon noch, dass der eine oder andere noch ein bisschen mehr aus sich rausgeht und dann auch wirklich diese Führungsrolle, gerade auch in der Innenverteidigung, mehr noch ausprägender ausfüllt. Und da fehlt mir noch ein bisschen was. Sprechen wir nochmal. Haben wir allerdings auch heute wieder eine andere Viererkette gehabt und auch andere Spieler davor als noch zuletzt. Also da gibt es natürlich auch wenig Stabilität. Das muss man natürlich auch ein bisschen einspielen. Ne? Also auch nochmal diese Geschichte. Weil der Schmelzer nicht gespielt. Und diese Geschichte Khedira zum Beispiel wird unterschätzt. Khedira ist, ja. Man hat zwar gesagt, jetzt muss der Kroos kommen, weil er halt zwei Tore gemacht hat in Irland. Ich halte ihn für einen fantastischen Spieler. Nur das Spiel war bis dahin auch schon gelaufen eigentlich normal. Und dann hat man das natürlich extrem groß gemacht. Man muss da auch mal ganz sachlich bleiben und objektiv. Aber Sami Khedira kannst du in dieser Mannschaft aus meiner Sicht nicht ersetzen. Mhm. Was auch nicht gut wäre, weil es wäre schon immer gut, wenn man nochmal doppeln könnte und hätte einen zweiten in den Hinterhand. Also sind doch wir dafür verantwortlich, dass wir noch so einen ausbilden, absolut, dass der Jugend nochmal einen abgreifen kann. Absolut. Klar. Dann sprechen wir nochmal ein bisschen über die psychologische Geschichte so eines Trainerjobs und solcher Kritik, wenn es hochkommt. Also ist ja gerade der Name gefallen, Bruno Labbadia, der hat das ja erlebt. Und für alle, die jetzt nicht ganz im Film sind, wir hören uns da nochmal einen ganz kurz kleinen Auszug an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und es ist eine totale Grenze erreicht. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss? Gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Ja, das war auch die klare Sprache, die wir heute hier schon auch ein paar Mal gehört haben. So hast du immer geredet. Ja. Und trotzdem die Frage, die dahinter steht, ein Trainer hat heute, habe ich so das Gefühl, hat auch eine andere, na zumindest steht er mehr im Fokus als früher, hat eine andere Wichtigkeit bekommen. Muss man auch deutlich stärker sein, als man das früher war, also vor allem in der Außenwirkung? Also zunächst mal müssen wir Trainer uns natürlich auch in einer angemessenen Form äußern. Ja, der Fredi kann darüber viel mehr sagen, was da jetzt in Bruno Labbadia vorgegangen ist. Ich kann nur sagen, aus Trainersicht, wir haben uns ja am Montag mit den Bundesliga-Trainern zusammen gerauft und haben auch uns sehr solidarisch erklärt mit dem Coach und auch mit diesen Aussagen von Bruno Labbadia, die wir gerade gehört haben, weil wir natürlich auch merken, dass der Druck enorm angestiegen ist und viele Journalisten auch versuchen immer wieder Spielchen mit uns zu treiben. Deswegen müssen wir schon auch irgendwann auch. Woher kommt der Druck? Woher kommt der Druck? Den Riegel irgendwann. Ja, weil wir natürlich auch nicht permanent gewinnen können. Und wenn man in der Bundesliga, sagen wir in der unteren Hälfte, im unteren Drittel sich herumtreibt, dann wird der Druck schon massiv groß und dann versucht man natürlich auch den Trainer zu attackieren. Richtigerweise, weil wenn man unten steht, macht man wahrscheinlich auch nicht alles richtig. Ist ja selbstverständlich. Hier müssen ja irgendwo Fehler passieren bei Spielern, beim Trainer, im ganzen Umfeld. Es gibt überall Fehlerquellen. Das ist aber auch normal, dass das so ist. Ich würde mir wünschen, dass man dann, wie gesagt, auch in einer angemessenen Form Kritik übt. Wir als Trainer stehen im Fokus, sind in der Öffentlichkeit, genauso wie die Manager und auch die Spieler. Auf uns wird geschaut. Also wir müssen uns auch im Ton nicht vergreifen.
und müssen schon klar die Dinge ansprechen, aber sag mal, wie gesagt, immer in einer angemessenen Form. Und der Bruno ist wahrscheinlich sowas von geladen gewesen, ja, weil es eine Menge Dinge gab, die vorgefallen sind in den Tagen zuvor. Genau, Menge Dinge gab. Und deswegen sage ich, ist das durchaus gestattet. Aber der hat sich da ja mal entschlackt. Ich meine, ich kenne das, wenn sich ein Trainer mal entschlackt. Das ist ja, das ist manchmal auch reinigendes Gewitter. Und wenn es dann wieder auf die sachliche Ebene zurückkommt, ist es ja auch alles okay. Ich stelle nur bei die Frage jetzt zur deutschen Nationalmannschaft zurück. Joachim Löw ist in letzter Zeit, wirkt ein bisschen, sagen wir mal vorsichtig, sensibler als vorher. Ist das auch für so einen Trainer so eine Phase, wo er ja auch erstmal sehen muss, wie man mit diesen Dingen umgehen muss? Ja, aber ich glaube, dass Joachim Löw eigentlich sich schon der Kritik stellen kann und auch kritikfähig ist, ohne Probleme eigentlich auch. Und er hat einen schlechten Tag bei der Pressekonferenz mal gehabt. Da hat er zwischen 39 und 40 Fieber gehabt, wenn man das gewusst hatte. Ja, dann war er vielleicht nicht so gut drauf und man hat schon gleich gesagt, oh, der ist aber schon müde und er ist uninspiriert und was man da alles so hören musste. Ja, da warst du halt angeschlagen, mal krankheitlich angeschlagen, hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Mhm. Auch das muss man einem Bundestrainer zugestehen. Ja, auch er kann nicht alles perfekt machen. Aber trotz allem glaube ich, dass er mit Kritik absolut umgehen kann. Aber sie muss halt nicht an der Sache vorbeigehen. Aber ja, Sie kennen den Joachim Löw als Trainer. Ja, der hat sich auch ein bisschen verändert. Wir haben da eine ganz schöne Szene, die müssen wir uns noch einmal angucken. Es ist also keine Szene, es ist eigentlich nur ein Bild. Und zwar von 1997, von diesem wunderbaren DFB-Pokalsieg, der gemeinsame Erfolg. Und da sehen wir die herrliche Mannschaft nach diesem Erfolg. Und da sehen wir ganz vorne natürlich, wer lacht am meisten. Giovanna Elber. Und schauen wir ein bisschen höher. Dann sehen wir sicherlich auch alles andere als schlecht gelaunt. Freddy Bobic, jawohl. Und jetzt gucken wir und sehen einen glücklichen Rainer Adrian. Der kann heute auch glücklich sein, der hat das geschafft, nämlich mit der U21 sich zu qualifizieren mit dem 3-1 gegen die Schweiz. Aber der Trainer fehlt, der war nämlich damals, das als Erklärung, Joachim Löw war bei uns beim Interview. in der AD. Aber Sie kennen ihn ganz genau. Hat er sich der war damals ja noch eher so in den großen Anfängen, hat er sich in der Zeit verändert? Muss ein Trainer auch wachsen in der Zeit und wird stärker, um sowas auch durchzustehen wie jetzt? Also ich glaube, viel verändert hat er, weil der war viel lockerer, klar. Seine erste Trainingsstation beim VfB Stuttgart gewesen, also ganz jung. Und bei uns war auch so, wir haben sehr viel mit ihm gelernt, er hat viel mit uns gelernt, also sehr viel Dummheit haben wir zusammen gemacht. Ich glaube, das gehört alles dazu. Also heute ist der Bundestrainer, also ich merke sein Gesicht, der ist schon so angespannt. Und vor allem jetzt, nach all dieser Kritik, die er jetzt bekommt hat, ein Trainer heute darf keinen großen Fehler machen. Der erste, zweite große Fehler wird sofort bestraft. Mhm. Aber ein großer Trainer muss dann zeigen, also der steht zu dem Kritik, versucht sein Bestes zu geben und man hofft dann, dass es besser wird. Das hoffen wir natürlich auch. Und nochmal, aus diesem Spiel kann man viel lernen. Was fehlt dieser Mannschaft? Wenn Sie jetzt so, Sie haben sehr viele Vorträge gehalten, auch in der Zeit, als Sie einen Trainerjob noch suchten wieder, zwischen Schalke und Hannover beispielsweise. Was würden Sie sagen als Überschrift, was fehlt dieser Mannschaft noch zum ganz großen Wurf? Stabilität. Das ist ein sensationell gutes Schlusswort, passt auf den heutigen Tag. Und ich muss sagen, also wir haben ganz schön viel da noch rausgefunden. Nachdem ich gedacht hatte, es hat uns allen die Sprache verschlagen. War ein ganz aufregender Abend. Bedanke mich sehr herzlich für den Besuch hier. Giovanni, wir sehen uns demnächst öfter, vor allen Dingen Richtung Brasilien. Vielen, vielen Dank. Bin sehr gespannt. Danke, Freddy Bobic. Danke. Vielen Dank, Mirko Slomka. Viel Erfolg Ihnen und danke für Ihr Interesse.